Herr Vorsteher, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Sie haben eben eine Reihe von Unternehmungen hören und aufgezählt. Es ist in der Tat so, die existieren schon. Das bedeutet in Konsequenz, es würde sich dann, wenn es denn passiert, im besten Fall um eine Betriebsverlagerung, also um eine Neuansiedlung handeln. So viel Ehrlichkeit gehört dann entsprechend auch dazu. Ja. Lieber Herr Baik, bei allem Respekt, aber ich kann den Inhalt Ihrer Rede so gar nicht teilen. Also selbstverständlich ist das ganze Leben mit Risiko behaftet und es gab auch schon Leute, die nicht mehr vom Zigarettenholen gekommen sind. Aber dieses Risiko, das de facto besteht, so lapidar hier abzutun politisch, ist unverantwortlich. Das Risiko wird im Zweifelsfall von der Allgemeinheit abgefedert. Ich habe eben wieder Zahlen gehört, 35 Millionen. Auch an Sie nochmal, Herr Decker. Wie kommt es denn, dass der Bürgermeister von Kalten, Herr Wackewitz, zur Kenntnis gibt, dass im Jahr 2017 es keine Gewerbesteuereinnahmen durch den neuen Flughafen gab? Das muss man mir hier erstmal erklären. Und dann möchte ich transparente und offene Zahlen.